Guten Tag und willkommen zurück zu Hyrule Warriors, zweiter Verheerung. Wir sind immer noch dabei, ins Ornidorf zu gehen. Und ist das die falsche Richtung? Also wir sollen auf jeden Fall ins Ornidorf gehen, da wir beim letzten Mal die ganzen Schützen ausgeschaltet haben, die uns daran gehindert haben, ins Ornidorf vorzudringen. Und wir wollen jetzt... Okay. Mit dem Champion der Orni, Revali, sprechen, damit er uns vielleicht endlich helfen kann. Ja, das bringt dir nichts, mein Freund. Ja, gar kein Problem. Holy shit, was war das? Oh, wie cool. Alles klar. Ja, nice, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Muss ich jetzt? Okay, hier. Bombe? Ja, okay. Ach, ich dachte gerade, das hätte nicht funktioniert. In Ordnung. Aber alles gut. Alles klar, und hier geht's tatsächlich weiter. Ich würde mal sagen... Okay. Das war anders geplant. Wir heilen uns erstmal und geben hoffentlich beiden eine mit. Nee, nur dem hinteren, aber ich denke, es genügt auch erstmal. Ey, ich stelle mich gerade entweder unfassbar dumm an oder es ist gar nicht so einfach hier. Ich dachte auch gerade, Daruk wäre in den Boden reingebackt. Das wäre richtig lächerlich gewesen. Also das kennt man vielleicht aus vergangenen Spielen. Aber wenn das jetzt passiert wäre... Also, ne. Sorry, aber... Das wäre... echt... arm gewesen. Also extrem arm. Okay, gehen wir weiter. Musste eben kurz das einstellen. Nebenbei. Sorry dafür, dass ich da kurz verweilen musste. Aber ging jetzt nicht anders. Und da ist er. Revali. Kumpel, wo hast du gesteckt? Also dann. Ernsthaft? Wir müssen gegen Revali zocken oder was? Alles klar, okay, er fegt uns komplett weg. Wie bitte? Komm, Daruk, hilf halt! Ja, Daruk ist hier nicht keine große Hilfe, um ehrlich zu sein. Aber dafür unsere Elektrostäbe, die gehen richtig ab. Und das Stasis-Modul anscheinend auch. Holy shit. Let's go. Das hat richtig reingeböllert. Und jetzt versetzen wir ihn. Den Finalstoß, wollte ich sagen. Aber nein. Ich wollte gerade auch fragen, Moment mal, er hat doch noch viel zu viel HP. Ist mir auch gerade aufgefallen, dass er noch viel, extrem viel HP übrig hat.
Also es wäre auch extrem komisch gewesen, wenn wir ihn jetzt direkt hätten wegböllern können. Alles klar, okay. Wir müssen uns heilen. Was zum Teufel? Wie mache ich das weg? Wie zum Teufel breche ich das ab? So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt hole ich ihn da runter. Von seinem hohen Ross, da habe ich gar keinen Bock drauf, dass er die ganze Zeit da oben rumchillt und uns einfach mit seinen Pfeilen wegmacht. Und ich glaube, jetzt können wir ihm einen weiteren Critical Hit geben. Let's go. Bam. Und er ist fast down. Oh, das stimmt. Wir wollen ihn ja nicht töten. Oder wollen wir? Ja, sag mal, wie viele Bombenpfeile hat er denn? Ich hab dir gesagt, du sollst dich verstecken. Was machst du hier? Piss dich. Revali, Krieger der Orni. Ah, okay. Das eigentümlich gebogene Schwert des Exalfos-Volks. Es kann bei Bedarf angeblich wie ein Bumerang geworfen werden. Ja, das ist cool. Ich hoffe, die haben das auch hier eingebaut, dass man das tatsächlich werfen kann. Das wäre extrem nice. Okay. Orni-Hose. Alles klar. Müssen wir mal später schauen, was das so kann. Das Dorf der Orni wurde wiederholt von Monstern angegriffen. Die haben keine Ahnung. Revali und seinen Freunden gelang es mit knapper Not, die Monster zurückzuschlagen. Sie befürchteten jedoch weitere Angriffe. Jetzt verstehe ich. Welch ein Glück, dass ihr beide unversehrt seid. Jedenfalls. Ein Wächter, der genauso aussieht wie der Kleine hier? Das ist kein Zufall, Euer Hoheit. Ja. Sollte dies alles mit der Verheerung zu tun haben, so müssen wir uns wappnen. Und deshalb... Oh. Deshalb braucht ihr meine Kraft, ja, um den Titanen zu steuern. Aber... Jener Ritter, der die Prinzessin schützt, soll das tatsächlich dieser hier sein? Was? Er sagt wohl... dass auch er ein Ritter im Dienste der Prinzessin ist. Ja, alles klar. Ach, einer ritterlicher als der andere. Ich hab das jetzt nicht so ganz geschnallt. Wahrscheinlich, weil ich den ersten Satz nicht vernünftig mitbekommen habe, dachte er, dass wir irgendein Vieh sind, was ein Dorf angreift, oder wie?
Naja, egal. Revali, Krieger der Orni, ein Orni-Krieger, bekannt für sein selbst unter Orni außerordentliches Können. Sein Geschick genießt großen Respekt und ihm wird die Steuerung des Titanen Warmedo übertragen. Er ist stolz und ein wenig angeberisch, doch in seinem Fall durchaus zurecht. Ja, okay. Wenn er meint. Alles klar. Das waren viele Nebenquests. Nee, wir werden jetzt nicht direkt zu den Gerudo gehen. Wir werden erstmal ein bisschen was anderes machen. Vor allem hier. Ah, da fehlt uns was. Ja, komm, direkt alles abschließen, was wir abschließen können. Da geht noch mehr. Ausbau des Flugplatzes. Kriegen wir dafür was? Ja. Revali, normaler Angriff. Ach, den können wir auch hintersteuern. Ja, alles klar. Die Hütte in Hebra. Materialien übergeben. Ich bin schon wieder stärker geworden, oder? Sieben Herzen. Und... hier. Nur ein Getreide, nur ein Weizen hier. Prima. Das ist gut. Gut gemacht. Tabanta Grillgericht. Bewegungsgeschwindigkeit plus 15%. Ja, alles klar. Okay, was können wir hier noch machen? Ja, da fehlt uns, wie gesagt, die Blume. Ja, ich denke, wir machen dann einfach hier... ach, sogar mit Revali. Okay. Hier dann dieses... ja, das Training. Let's go. Du kannst die Waffen, die du auf dem Schlachtfeld gesammelt hast, in der Hylia Schmiedegilde verstärken lassen. Ja, haben wir ja schon mal. Das hat uns echt ganz gut weitergeholfen. Ja, okay. Ja, dann schauen wir mal, wie das mit Revali so funktioniert. Also er benutzt auf jeden Fall sehr viel seinen Bogen. Ach, ZR. Oh. Ja, das ist cool. Let's go. Kann man hier einfach rumgleiten und die Spackos da wegböllern. Das ist cool. Gefällt mir. Holy shit, okay. Sogar mit Bombenpfeilen können wir schießen. Eins, zwei und dann? Alles klar, okay. Eins, zwei und dann? Ah, mhm. Okay. Und bei drei können wir die Bombenpfeile machen. Ja, okay, das ist cool. Aber ich glaube, wir müssen näher dran, oder? Ja, alles klar. Okay. Den machen wir aber auch mit dem Spezialschlag weg. Holy shit. Komm. Mach ihn halt. Ist Revali irgendwie low oder was? Was soll das? Hm, naja. War okay. Besiege viele Gegner. Ja gut, so viele sind das jetzt auch nicht, ne? 300 haben wir schon fast fertig. Bockblins wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Kein Entkommen. Ja, alles klar. Okay,
Ja, das war's schon. Oder? Moment. Besiege die Moblins. Ah, okay. Nanu? Die machen wir hier aber mit den Bombenfallen weg. Nein, ah. Ich drücke immer ZR aus Versehen. Anstatt. Naja, R halt. Ja, okay, let's go. Holy shit. Das ist ein nicer Move. Also muss ich schon sagen. Ah. Okay. Ja, da muss man sich auf jeden Fall erst echt ganz gut eingewöhnen mit Revali. Sonst hat man halt... Hallo! Visier ihn an und mach jetzt deine scheiß Spezialattacke. Ich wollte ihn halt nur die ganze Zeit anvisieren, aber anscheinend kann man das nicht wirklich, wenn man da gerade angegriffen wird. Naja. Muss ich mal auch merken. Und wahrscheinlich ist es besser, das Training direkt zu machen, wenn man es machen kann. So wie es ausschaut. Und wir haben einen echt guten Bogen bekommen. Und Link hat eine Soldatenlanze bekommen. Angriffsgeschwindigkeit plus 3%. Mhm. Wir brauchen aber noch so eine Blume. Wie genau kriegt man die? Oder wo? Hm. Man kann ja diesen Ressourcenradar anmachen. Aber wie der genau funktioniert? Keine Ahnung. Ja, hier. Sensor aktivieren oder deaktivieren kann man mit X. In diesem Fall deaktivieren. Ha. Ach so, wird er... Oder? Leuchtet das dann grün? Kann man das dann hier bekommen, in den Dingen? Oder wie? Moment mal, hier, das ist aktiviert. Hühnerkeule. Ja, fürs erstmalige Abschließen ist das auf jeden Fall nicht. Oh, empfohlener Level 10. Ja, komm. Dafür nehme ich mir dann aber ein Gericht mit. Und zwar die Kräuterpfanne. Nun ja, das war lecker. Let's go. Kann es sein, dass ich vergessen habe, einen neuen Bogen auszurüsten. Naja, egal. Ich hoffe, das kriegen wir auch so hin. Sicher fallen. Drücke B, wenn du von einem Gegner in die Luft geschleudert wirst, um dich zu erholen und sicher auf dem Boden zu landen. Bombenmodul. Du kannst eine Schwachpunktanzeige mit Hilfe einer Explosion etwas dezimieren. Ah, okay. Shika-Module. Shika-Module können effektiv gegen mächtige gegnerische Angriffe sein. Das stimmt. Haben wir bei Revali gesehen. Der konnte mit Stasis extrem gut weggemacht werden. Ja, was wollen wir mit dem Magnet-Modul? Ach, das ist okay. Seht euch das an! Ja, okay, cool. Ah, okay. Wir haben unser Essen aufgefrischt. Wie weit gehen die eigentlich, die Pfeile? Gar nicht so weit, ne? Also die Bombenpfeile. Revali macht die aber auch weg, ey. Holy shit. Alles klar. Okay.
Das ist nice. Und wir benutzen nochmal dieses Dingen. Seht euch das an! Ja, okay, war jetzt nicht so krass. Ich denke, wir warten nochmal kurz. Ich würde gerne schauen, was das für einen Effekt genau hat. So. Let's go. Seht euch das an! Jetzt nicht so einen krassen, aber ich glaube, da müssen auch Gegner drin stehen. In dem Dingen. Zum Beispiel hier. Oder? Ja, okay. Kann man schon mal benutzen. Aber das würde ich mir dann bei solchen Viechern doch eher dafür aufsparen. Boah, das war nice. Da habe ich gut reagiert. Alles klar, let's go. Das würde ich mir dann doch eher dafür aufsparen, wenn die solche mächtigen Angriffe machen. So wie gerade. Weil wenn man das dann nicht übrig hat, dieses Modul, das wäre echt ärgerlich. Damit könnte man... Nice. Let's go. Ja, nee, ich wollte mich eigentlich nur umdrehen, um dann ein bisschen weiter weg von ihm zu sein. Also gar nicht so... Nein, das habe ich falsch gemacht. Ach, alles klar. Okay. Aber gar nicht mal so schlimm. Ah, okay. Ich dachte, er macht jetzt wieder diesen Wurf. Aber anscheinend nicht. Ich Idiot. Ohne Gnade. Ja, ohne Gnade dumm gewesen, weil... Ich hätte X drücken müssen. Und nicht A. Aber wir haben es sowieso schon. Alles klar, let's go. Also diese Zwischenmissionen kann man auch schon mal mit ein paar Leveln drunter machen. Das ist jetzt keine wirklich heftige Herausforderung. Und es ist Nacht. Schöner Anblick. Und wir kriegen etwas angezeigt. Wo? Da, das Krafttraining. Nee, das machen wir aber noch nicht. Wir haben jetzt diese orangene Spitze bekommen. Oder wie? Anscheinend, ne? Sorry, aber ich hab's nicht gesehen, dass wir das bekommen haben. Oder so, dass es in so einer... In der Belohnungsliste war. War es auch nicht. Nur auf diesem Schlachtfeld erhältliche Materialien. Okay. Okay. Ja gut, das Schwertgras ist dann anscheinend da. Ja, da muss man sich auch immer drüber informieren, wo es die Dinger gibt. Vielleicht bin ich stärker geworden. Alles klar. Zelda kriegt ein Herz. Das ist gut. Weil Zelda scheint gar nicht so krass zu sein. Okay. Wenn man genug abgeschlossen hat von einem Gebiet, dann kriegt man auch größere Belohnung. Das ist ebenfalls extrem cool. Wir müssen mal schauen, wo es jetzt genau die... die Hühnerkeulen gibt. Gibt es die hier? Okay, da kriegen wir sie nicht. Ich habe auch schon bei dem nur auf diesem Schlachtfeld erhältliche Materialien geschaut.
gibt es anscheinend nämlich auch nicht. Schlachtinfos, okay. Mensch, wo gibt es denn diese Hühnerkeulen? Hier nicht. Hier auch nicht, da auch nicht, okay. Ey, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich hier reingehe, in diese Info, und dann zurückgehe, dass man dann nochmal B drücken muss, weil man kann nicht direkt sich weiter umschauen. Aber dann gehe ich erstmal so wieder aus dem Zoom raus. Echt komisch, aber naja, gut. Ich denke, dafür machen wir den Sensor nochmal an. Weil es wäre cool, wenn ich hier in Hyrule alles so weit hinbekomme. Okay. Und wir haben erst einen von fünf. Also Sternen quasi. Da oben in der rechten Anzeige. Ein von fünf, wie kann man das nennen? Unterstützung oder so? Unterstützungspunkte? Ja, was auch immer. Boah, die Namen, ne? Eldin, Ranel, Nikluna nicht. Phyron. Und. Wo war es? Eldin, Ranel, Phyron. Ja gut, ich glaube, das war's. Hebra, was ist das noch? Ich weiß es nicht, aber die kennt man auf jeden Fall auch aus Twilight Princess, was ich auch noch gern let's playen möchte. Aber dazu dann in Zukunft mehr. Ich denke, hier machen wir erstmal einen Cut und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.